Dann kannst du einen weiteren Sprung erkennen. Das Bild zoomt jetzt wohl sehr nah an das Gesicht von dem Inquisitor heran. Schweißbedeckt und vor Schmerz verzerrt. Außerhalb von dem Gesichtsfeld, von dir selbst, von deinem Helm, kannst du so ein bizarres, sirrendes Geräusch erkennen. Es klingt wohl die Mischung aus einem Kreischen eines Tieres und einer Knochensäge. Nein, nicht! Die heisere Stimme vom Inquisitor klingt wie knirschender Kies. Es gibt einen zweiten Schlüssel. Das Geräusch erstirbt und gespannte Stille senkt sich herab. Er ist in der Zitadelle, in meiner Unterkunft. Der Blickwinkel verändert sich nicht, doch man kann jetzt den Krieger der Dark Angels hören. Dann werden wir ihn beschaffen. Und dann werdet ihr uns zu den Grüften bringen. Dann sirrt einmal deine Rüstung. Du siehst wohl, wie eine der Linsen blind wird. Und dann rattern merkwürdige Zahlen kreischend über dein Sichtfeld und dein Helm haut ein unglaublich lautes Geräusch heraus. Ich reiße meinen Helm vom Kopf und will die Rüstung rebooten. Ich glaube nicht, dass man das kann. Techgebrauchwurf. Vermutlich. Nein, ich kann das nicht. Nicht, ja. Vielleicht mit einem Iron Hand oder so etwas. Irgendwie ein Tech Marine, der könnte das vielleicht. Ja. Und du reißt den Helm vom Kopf, um diesen Schrottcode aus deinem Kopf zu bekommen. Irgendwie kreischen. Du merkst wohl, wie deine Rüstung und die Gelenke versuchen, so ein bisschen zu rebellieren. Und stehst erstmal nur still. Versuchst so ein bisschen, die ganzen Daten auf dich wirken zu lassen. Deine Rüstung ist sehr träge. Nein, die Daten lasse ich nicht auf mich wirken. Ich wehre mich dagegen. Ja, zumindest die Bilder, die du jetzt gesehen hast. Die Bilder kannst du jetzt erstmal verorten. Zumindest deine Rüstung ist sehr schwerfällig. Ja, alles klar. Bruder, ich begutachte ihn mir, nachdem er den Helm wegwirft. Einmal von oben nach unten. Ich glaube, meine Rüstung hat Schaden genommen. Das war jetzt keine gute Idee, den Helm doch aufzusetzen. Leider nein. Ich werde diese Rüstung bald reinigen lassen, aber im Moment wird es schwierig, damit zu kämpfen. Ich drehe mich in Richtung des Helmes, den er jetzt weggeworfen hat. Ja, hast du die Vorgeschichte von deiner Servorüstung ausgewürfelt? Ja. Was hast du denn gewürfelt? Lange Hand des Todes. Diese Rüstung wurde während schwerer Belagerungskriege in Dienst gestellt und ist gewohnt, schwere Waffen in den Einsatz zu tragen. Es ist unbekannt, ob die zahlreichen Rückstöße sind, die Rüstung abgefangen hat, um schweres Bolterfeuer im Ziel zu halten, oder die blanke Kraft, die notwendig ist, um das brutale Feuer einer Plasmakanone abzustützen. Aber die Rüstung hat gelernt, jede Belastung standzuhalten. Der Träger dieser Rüstung erleidet nie Mali für Bewegung oder gleichzeitiges Abfeuern einer Pistole oder leichten Waffen im automatischen und halbautomatischen Feuer. Außerdem kann der Träger eine schwere Waffe, mit der er ausgerüstet ist, als leicht behandeln, wenn es darum geht, die Auswirkungen von Bewegung und Abfeuern der Waffe im automatisierten oder halbautomatisierten Feuer zu ermitteln. Korrekt. Im Prinzip kannst du dir diese Vorgeschichte streichen. Alles klar. Format C. Octavius wird jetzt erstmal sich in die Ecke setzen und, so ein bisschen jammern. Ja, während ihr mit eurer Cthurian-Klasse auf dieses merkwürdige Ziel der Xenos zurast, könnt ihr den Ultramarine am Boden erkennen. Er ist ziemlich bleich geworden, seine Rüstung knatscht ein bisschen, seine Gelenke quietschen. Und so könnt ihr euch umblicken. Abgeschlachtet, der Chaos Space Marine und diese Kultisten, der Strand, den ihr hinter euch gelassen habt und was auch immer dort auf euch wartet, ihr müsst es herausfinden. Teilst du uns währenddessen deine Erkenntnisse mit oder behältst du die für dich? Nee, ich bin so geschockt, ich behalte das alles für mich im Moment. Okay. Dann schauen wir auf diverse Augurenbildschirme und versuchen herauszufinden, was sie uns sagen wollen, und warten ansonsten ab.
bis wir dort sind oder hoffentlich dort ankommen, wo wir hin wollten. Der verstärkte Rumpf von der Cthulian stöhnt gequält, als das Schiff in den Sündergraben hineinsinkt. Nur die stärksten Legionen können dem gewaltigen Druck an solchen Tiefen standhalten. Es ist, als ob dort draußen irgendwas entlang kratzt, auch wenn es nur das Wasser ist. Ihr verfügt über keine richtigen Bullaugen, wie gesagt, nur Augurentechnik, irgendwelche Magus, Adeptus Mechanicus Gerätschaften, die dann eben nach draußen stieren. Die Sinneseindrücke, die den Maschinengeist von dem U-Boot quälen, der versucht sich zu orientieren. Stundenlang nur dieses Gefühl des beständigen Sinkens, je näher ihr mit dem U-Boot auch im Ziel kommt. Das Wasser wird turbulenter, ihr könnt dann wohl auch spüren, wie Risse durch den Boden gehen. Das ist wohl das, was der Magos Geomant hat, als der Vulkan ausbrechen sollte. Irgendwann nach meinem halben Stunde oder sowas Gejammer aufstehen und wutentbrannt den Datenkristall zertreten. Habt ihr also auch erkannt, welche schreckliche Konsequenz das Herumspielen mit Xenohexerei zu tun hat? Ich fauche dich an, so hast du mich noch nie gesehen. Aminos ist es, glaube ich, noch unter den Space Marines am gewohntesten, denn bei seinem eigenen Orden passiert das ja öfter mal. Er tut einen Schritt zurück und lässt dich in Ruhe. Ja, gut, für meinen Space Wolf dürfte es auch kaum ein Unterschied sein. Lässt euch eure Dinge da tun. Auf dem Weg nach unten hat er so ein bisschen vor sich hin Gesänge angestimmt. Was denkt ihr, Tordal? Wir wissen nicht, nach wie vielen vermeintlichen Dark Angels wir suchen, aber mehr als einem nach allem, was wir hören. Wir sollten auf der Hut sein. Jeder dieser Ketzer muss fallen. Bis die Gerechtigkeit des Imperators wieder unter ihn weilt. Vermutlich haben sie ebenso dieses Schiff verwendet, um herunterzugelangen. Wenn sie noch dort sind, müssen wir sie vernichten. Wenn nicht, müssen wir uns überlegen, wie dieser Ort gesichert werden kann. Dauerhaft. Ich sorge dafür, dass jeder von ihnen fällt. Für jeden, den sie unsere Brüder getötet haben. Und der Verrat am Imperator ist der schlimmste überhaupt. Wir können es uns nicht leisten, hier zu zögern. Wir müssen jeden, den wir da unten auffinden, als unseren Feind betrachten. Ich werde meinen Kettenschwerter darauf vorbereiten. Und danach sollten wir keine Rücksicht walten lassen. Gut. Und das sagt er dann etwas leiser, auch wenn er Tavius persönlich sehr traut. Wenn dies wahr ist, dass dieser Ketzerei seine Rüstung befallen hat, müssen wir ihn auch im Auge behalten. Habt Vertrauen in die Standhaftigkeit unserer Brüder. Auf jeden Fall. Doch, ich habe Erfahrung. Doch, ich vertraue Octavius. Ich habe schon einige Schlachten mit ihm geschlagen. Umso besser. Und etwas anderes als ihm vertrauen können wir sowieso nicht. Der Imperator wird ihm gleichstehen. Und dann harren wir der Dinge, die da kommen. Ja, er sinkt noch ein bisschen weiter, stimmt sich selber so förmlich in so eine Art Wolfsrausch ein. Reinigt derweilen seine Waffen so gut er es kann. Ist halt kein Techwart. Aber nur eine gesäuberte Waffe ist eine gute Waffe. Ich werde meinen Helm an meinen Gürtel klipsen und ihn nicht aufsetzen und ein Gebet an den Gottimperator sprechen, dass er meine Hand führe in der vorgehenden Schlacht. Wie weit sind wir noch entfernt, Brüder? Das ist schwer zu sagen. Ich denke, dies ist unsere Position und dies unser Ziel, aber wie lang dies in Drecke oder Zeit ist, vermag ich nicht zu sagen. Eine heftige Schockwelle erfasst euer Fahrzeug. Ihr taumelt ein bisschen umher, bis dann ihr euch irgendwo festhalten könnt und seht, wie alles um euch herum rabenschwarz ist. Die Maschinen von euch sind ausgefallen.
Der Maschinengeist von euch ist tot. Ihr könnt erkennen durch die letzte Dunkelsicht, die euch in euren Augen geblieben ist, wohl auch die Servitoren tot im U-Boot hängen und ihr gefangen und allein seid. Selbst eure Servorüstung will euch nicht mehr gehören. Nicht Octavius und auch nicht Arminius und nicht Tordal. Eure Servorüstungen sind tot. Arminius hat seinen Helm vom Gürtel genommen und versucht, relativ erfolglos die eingebauten Lampen an und auszuknipsen, bis er ihn dann entnervt zur Seite wirft auf irgendein Pult. Was ist hier geschehen? Brüder, geht es nur mir so oder ist unsere Servorüstung ausgefallen? Nee, bei mir ist es genauso. Ich würde gerne mal mit meinen natürlichen Sinnen versuchen, ob ich irgendwas wahrnehmen kann, Gerüche oder sonst irgendwas dergleichen. Vor allem, ob die Sauerstoffanlage des Schiffes noch funktioniert. Das kann man ja garantiert vernehmen. Ja, also das Schiff ist komplett still. Nur noch dieser Druck, der von außen lastet und es knacken lässt. Aber auch keine Luftaufreinigung mehr. Brüder, wir müssen schnell handeln. Wir müssen unsere Rüstung wieder in Gang kriegen. Sonst werden wir hier einen grauenvollen Tod sterben. Die Luftanlage des Schiffes, die das Sauerstoff in dieses Objekt befördert, scheint ausgefallen zu sein. Es läuft gar nichts mehr. Es ist alles still. Ich höre gar nichts mehr. Tordal, du kannst es hören. Deine Ohren zucken immer wieder ein bisschen. Doch bei Arminius ist es so, du spürst es aber vielmehr in deinem eigenen Blut, wie es in Wallung gerät. Eine Vibration, die euch erfasst. Es ist einfach nur ein Vibrieren. Tief in euch getroffen worden? Brüder? Ich weiß es nicht. Irgendwas passiert hier. Von einer Gewalt, die auch unsere Rüstung ausgeschaltet hat? Das halte ich für unwahrscheinlich. Das habe ich auch noch nie gehört. Ich fange allerdings an, mich nun langsam, denn ich muss mich aber jedem Schritt gegen die hunderte Kilo schwere Rüstung stemmen, das Schiff hinabzubewegen. Finden Sie sich in den zentralen Mittelgang. Bleibe allenthalben mal stehen und horche. Aber eigentlich suche ich nur nach einem Generator oder so, der noch laufen könnte. Das Gefühl, dass ihr ständig sinkt, wird schwächer. Ihr habt schon das Gefühl, dass ihr euch euren Koordinaten im Sündergraben genähert habt, aber irgendetwas bebt unter euch. Und wie ein hässliches Gefühl oder ein hässliches Geräusch, was sich in euer U-Boot erfüllt, wie berstendes Knirschen des Metall. Hört ihr das auch oder ist das nur bei mir so? Es klingt so, als wäre das Boot unter Stress. Ihr habt den Eindruck, dass Octavius seinen Sinn nicht mehr traut. Oder vertraue deinen natürlichen Sinnen. Das ist so. Ich höre es genauso wie du. Die natürlichen Sinne schaffen es selten, dich zu täuschen. Würfelt mal einen Wurf auf Aufmerksamkeit. Okay. Das ist Perception. Sieht gut aus. Jupp. Ja, geschafft. Die 66 darf ich durch meinen Wolfsgeschwür neu würfeln. Tordal, du bemerkst es selbstverständlich wie die anderen auch, aber du hast es an dir. Ein grünliches Glimmen, was von der Ketzerrobe ausgeht, in das du diesen merkwürdigen, runden Gegenstand gewickelt hast. Ich zieh das so ganz vorsichtig raus, schmeiß das so ein Stückchen vor mir weg. Die einzige Lichtquelle, die dieses Vibrieren aufgenommen hat und jetzt glimmt und glimmt und glüht. Vernichte es! Ja, dieser abscheuliche Schlüssel. Wenn er sich zögert, ziehe ich meine Voltpistole und feuere drauf. In der Hoffnung, dass die überhaupt noch gehorcht. Du drückst ab, ein einzelner Schuss, der klingt und du hast genau gezielt. Es passiert nichts. Die Kugel springt umher. Der schwarze Stein, jetzt wo er glüht, die Bolt-Munition ist auch explodiert, aber wie ein Geschoss wird sie weitergetragen und klingt jetzt im gesamten U-Boot metallisch nach, bis sie dann irgendwann nach grob einer Minute wieder auf der Oberfläche zum Stehen kommt. Ich will danach schlagen, logischerweise deutlich langsamer. Wahrscheinlich komm ich kaum dazu zu schlagen.
Ich muss ja die gesamte Servorüstung jetzt mit purer Gewalt bewegen. Läuft das Kettenschwert überhaupt? Nein, ich schlage mit der Faust danach. Das wird helfen. Nicht. Ja. Auch das Kettenschwert würde nichts helfen. Das ist wie Jacke wie Hose gerade. Wahrscheinlich treffe ich den Stein, aber es passiert wahrscheinlich genauso wenig. Etwas. Kann ich meinen Helm aufsetzen? Also bekommen, wenn ich meinen Helm aufsetze, versiegelt der dann noch? Der Helm versiegelt ja. Okay, dann werde ich das tun und mir widerwillig dieses Ding nehmen. Nun vernichten wir es mit mehr Gewalt. Und mich in Richtung der Ausstiegluke bewegen. Ja, wenn du die Kugel berührst, könnt ihr ihn einmal grün aufleuchten sehen und dann ist er verschwunden. Octavius, was ist hier gerade passiert? Wo ist er hin? Was? Arminius ist verschwunden? Das habe ich gerade tatsächlich auch geschrien, förmlich. Also ich sehe, wie er danach packt und dann verschwindet. Ich habe jetzt gedacht, nur das Artefakt wäre verschwunden, aber der ganze Kerl ist weg. Der Schlüssel liegt wohl noch dort in Kolyt, aber Arminius ist einfach weg. Nicht mal einmal Asche oder so etwas, was von ihm geblieben ist, ist einfach verschwunden. Ich würde jetzt selber erstmal meinen Helm aufziehen, ihn versiegeln und erstmal versuchen, ob ich irgendwie hinkriege, meine Rüstung wieder zum Gang zu kriegen, um dieses abscheuliche Artefakt irgendwie mit der kompletten Kraft der Rüstung zu zerstören. Und währenddessen habe ich ihm halt Octavius erstmal entgegengeworfen, was ist hier gerade passiert. Ich weiß es nicht, Bruder. Du hörst Panik in seiner Stimme. Beruhigt euch, vertraut den Imperator, er wird uns führen. Und vor allem den Allvater. Er hat uns noch nie im Stich gelassen. Ich würde jetzt erstmal nach Arminius rufen. Natürlich ohne Erfolg. Die antwortet nur das Echo aus den Tiefen des Bootes. Ja, lass uns Arminius suchen, genau. Vielleicht ist er in der Nähe irgendwo hin teleportiert. Das ist mir vorhin auch passiert. Wie, das ist euch passiert? Am Strand. Dort habe ich auch ein Xeno-Artefakt geborgen. Und ich reiße es aus meinen Ausrüstungstaschen und trete drauf. Ich stapse wieder zu diesem Artefakt, nachdem ich meinen Helm jetzt tatsächlich auf habe, was eigentlich generell schon selten ja eh ist. Ja, das Artefakt, dieser Teleportationsmechanismus zerspringt unter den Stiefeln von Octavius, während Thoral mit steifen Gelenken auf diese Kugel zugeht. Kannst schon merken, wie es dich Energie kostet. Dein Karapax ist zwar noch verbunden mit der Rüstung, aber der Maschinengeist ist tot. Sie rebelliert einfach. Oder sie tut einfach gar nichts. Sie behindert dich einfach nur. Ich spreche irgendein Gebet zur Rüstung, das ich irgendwann mal als Anwärter gelernt habe. Und in der Hoffnung, dass der Maschinengeist wieder erwacht, betet parallel dazu zum Allvater, dass er mir noch mehr Stärke gibt. Greife jetzt tatsächlich auch vor Elan zu meinem Kettenschwert, versuche es anzuschalten. Das Kettenschwert reagiert immer noch nicht. Ich nehme es dann beidhändig und versuche damit dann nochmal nach dem Artefakt zu schlagen. Ja, du schlägst zu mit all deiner Stärke, mit all deiner Kraft, die dir gegeben worden ist von Lehman Russ. Das ist das Erbe, was in dir pulsiert, die Wolfskraft. Und wieder einmal springt dieser schwarze Obelisk, diese runde Kugel, die grün leuchtet und glüht und glimmt durch das gesamte U-Boot, schlägt in irgendwelche Konsolen ein, Bildschirme, die zerspringen und welche Picta, die beschädigt werden, bis es dann irgendwie in dem Servitor, in dem verrottenden Fleisch stecken bleibt. Einer von denjenigen, die euch hingebracht haben, die tot und verrottend jetzt über den Pulten hängen. Und dann könnt ihr sehen, wie der Servitor verschwindet. Welch eine Hexerei geschieht hier? Die Kugel rollt wieder durch den Gang. Ich suche Arminius im Boot. Vielleicht ist er nur irgendwo in einen anderen Raum teleportiert worden. Ja, Verzweiflung, die sich in euch breit macht. Das U-Boot ist dunkel, nur noch dieses grüne Licht, was von dieser verhexten Kugel ausgeht. Ihr seht die Leichen, die dort immer noch liegen, die von dem Space Marine und auch die von den Xenos-Paktierern. Aber von Arminius ist hier keine Spur. Vielleicht hat er sich auch 5 Meter neben das U-Boot in den Sündergraben teleportiert und ist von dem Druck einfach zerquetscht worden.
Aber diese Idee kommt mir auch gerade und ich marschiere mal zu der zur Luke, ob ich da irgendwie was höre, dass da jemand anklopft oder so. Ja, weil das müsste nur, ja eine Schleuse sein, ne? Ja, also du hast ein Torpedorohr und wenn du das Torpedorohr aufmachst, kannst du eben der Druck wird auf alle Fälle ja, dafür sorgen, dass das U-Boot die ganze Zeit knackt. Also irgendjemand klopft hier wohl nicht, aber der Druck wird ja auf alle Fälle dafür sorgen, dass es immer mal wieder metallisch reißendes, berstendes Geräusch gibt. Dann nehme ich mal meine Faust, ball meine Faust und hau mal ordentlich gegen die Außenwand. Vielleicht, wenn Arminius draußen ist, kann er mal ein Signal hören und Richtung Luke, Torpedoluke schwimmen, falls er noch lebt, da draußen. Arminius, vor einer Sekunde warst du noch in diesem grünen Licht getaucht und jetzt stehst du in der Xenostadt. Du kannst hochaufragende Obelisken erkennen, goldverzierten Marmor, der kreuzt mit sanft geschwungenen Kurven und euklidischen Winkeln. Alles erstrahlt in einem eigenen Schein, alles ist grün und schwarz. Zuerst scheint der Himmel und der Horizont aus glänzendem Schwarz zu bestehen, aber dann kannst du sehen, wie wohl ein langer Zylinder dort aufragt. Das ist das U-Boot, das ist die Cthurian, die dort über dir schwebt. Du bist in der versunkenen Stadt. Allerdings kannst du eine gewaltige, gigantische Energiefeldkuppel erkennen, die diesen enormen Wasserdruck wohl standhält. Und dieses U-Boot selbst ist wohl gegen die Hülle geschrammt. Minus stemmt sich erst einmal mit aller Gewalt gegen seine Rüstung, um nicht aus der Aufhebbewegung, in der er ja wegteleportiert worden ist, hinzufallen. Und der richtet sich dann auf, während er die Gesamtheit der Umgebung auf sich wirken lässt. Eher Gedanken verloren, versucht er erstmal sein Funkgerät anzupulsen, ob er die anderen hört, bis ihm einfällt, dass das ja tot ist. Nee, du merkst wohl gerade, wie der Maschinengeist sich wie aus einer Starrung wieder belebt und die Gelenke nach und nach wieder geschmeidiger laufen. Wird er mehrmals erfolglos ins Funkgerät sprechen? Kill-Team, könnt ihr mich hören? Und wenn darauf keine Antwort erfolgt und er ansonsten auch keine Bewegung registriert, lässt er noch einmal so 360 Grad den Bolter um sich schwenken. Plötzlich kannst du sehen, wie etwas neben dir aufschlägt. Ein toter Servitor. Ich meine, Satz zur Seite, Blicke nach oben, wo der wohl hergefallen sein muss. Sieht das aus, als wäre er aus dem U-Boot gefallen? Nee, er ist wohl direkt neben dir, neben der Kugel, materialisiert. Hier ist auch. Ich sehe auch hier die Kugel, ja? Ja. Leuchtet die? Ja. Smaragdgrün. Es ist eine blöde Idee, aber ich fasse sie an. Wieder einmal blitzt es und nach einer langen Suche können Octavius und Tordal wieder erkennen, wie der Blood Angel in seiner schwarzen Rüstung und dem roten Panzer auf seiner Schulter wieder vor ihnen materialisiert, in einem grünen Licht getaucht. Aus Reflex, als ich auf einmal sehe, dass dieser Blitz da auftaucht, drehe ich mich schlagartig rum und halte dem, was sich da aufschaut, auf einmal meine Kettenschwerter und meine Kettenaxt entgegen, bereit, jederzeit auch unter schwerster Bedingungen zuzuschlagen. Vorsichtig, ich bin's nur. Ich habe herausgefunden, wie wir hier herauskommen. Was ist hier gerade passiert? Das Xenos-Artefakt ist offensichtlich eine Art tragbares Teleportarium. Wie war das mit, man soll keine Xeno-Artefakte benutzen? Ich habe es nicht verwendet, es hat mich unfreiwillig transportiert. Das heißt, euch hat der Imperator dort durchgeführt. Vermutlich. Du merkst wohl, Arminius, wie dir schwarzes Blut aus deiner Nase läuft. Ich lasse den Helm auf und ertrag's einfach. Das Erste. So wie ich das sehe, ist das Unterseeboot in einer Art Kraftfeld gefangen. Hoffentlich sind wir weit genug eingedrungen, um es hier vorne verlassen zu können. Konnte ich die Richtung ausmachen, mit der es mit dem Kraftfeld hängt? Ihr seid mit dem U-Boot gegen die Hülle geschlagen. Also mit der Nase voraus? Mit der Nase voraus, ja.
Sind wir da eingedrungen? Konnte man das sehen? Nee, nur gegengestoßen. Okay, wir können also nicht einfach vorne aus dem Torpedorohr klettern. Das heißt, wir müssen diese Abscheulichkeit benutzen. Ohne Feuerkraft von der Größenordnung eines Orbitalbombardements zu Rande zu bringen, fürchte ich ja. Und keiner von uns beherrscht die Tech so weit, dass wir dieses U-Boot wieder benutzen können, um zurückzukommen und ein Orbitalbombardement anzufordern. Selbst wenn wir dies würden, fürchte ich. Wo hat es dich hingeschlagen, Bruder? Hinunter, es scheint eine Ruine zu sein. Definitiv nicht menschlich. Das heißt, das muss diese verlorene Stadt sein, von der wir gehört haben. Dies würde auch erklären, wie die anderen Space Marines dort bleiben konnten und das U-Boot zurückschicken. Sie wussten wahrscheinlich, von wo sie anhalten mussten, oder sie hatten jemanden wie diesen Heretiker Black Priester. Eins von beidem. Es ist keine Zeit zu verlieren. Auch wenn es mir widerstrebt, hat uns wohl kein anderer Bad übrig. Minus kniet sich vor der Kugel nieder, bekräftigt noch einmal vom Imperator seine Reinheit und ergreift sie dann wieder mit beiden Händen. Tordal betet nochmal zu den Allvater. Gibt sich selber nochmal so einen Mut und Mutbuch entgegen und folgt dann Bruder Arminius, bevor er da durchtritt, blickt er nochmal zu Octavius. Bruder, lass uns gehen. Nun gut. Der Imperator wird uns führen. Ich werde dir folgen. Und dann folgt er Arminius. Innerlich ein sehr großer Kampf, aber ich bleibe gerade nichts möglich. Kriege ich dafür schon Verderbnispunkte oder? Nee, nur Schadenspunkte. Ja, die nehme ich. Dann steht hier auf der anderen Seite. Könnt nach oben sehen, seht den toten Servitor, der dort hängt. Und wartet darauf, dass eure Maschinengeister wieder zu leben anfangen. Ihr steht vor gewaltigen Toren, die offen klaffen. Es gibt zwar eine Mauer, aber sieht nicht so aus, als würde es hier wirklich bewacht werden. Vielleicht so groß dieses Tor wie das, was zum goldenen Thron auf Terra führt. Gewaltig, monumental. Und dahinter wartet... Das ist keine Ruine, das ist ja sicher eine uralte Stadt und auf gar keinen Fall menschlich, aber keine Ruine. Ihr habt vielmehr das eiskalte Gefühl, als würdet ihr in einer gewaltigen Gruft stehen.